Herzlich willkommen auf meinem Kanal, wo wir gleich einen spannenden Oldtimer von Mercedes-Benz unter die Lupe nehmen werden. Heute geht es um eine wahre Legende der Automobilgeschichte, den Mercedes W124 500e. Dieses Auto wurde in Zusammenarbeit mit Porsche entwickelt und bietet eine faszinierende Kombination aus Leistung, Luxus und einem Design, das zeitlos ist. Im Laufe dieses Videos wirst du erfahren, warum der 500e so populär war, wer ihn gefahren hat, wie er sich gegen die Konkurrenz behauptete und warum er heute als ein absoluter Klassiker gilt. Die Entstehungsgeschichte des 500e ist einzigartig. Zwischen 1990 und 1995 baute Mercedes den 500e, der durch seine Zusammenarbeit mit Porsche schon damals für Aufsehen sorgte. Die Entwicklung dieses Fahrzeuges begann, weil Mercedes in der Baureihe W124 eine Hochleistungslimousine brauchte, die auf Augenhöhe mit sportlichen Konkurrenten wie BMW und Audi stehen sollte. Da Porsche damals unter Kapazitätsengpässen litt und wirtschaftlich etwas angeschlagen war, ist der Sportwagenhersteller auf Partnerschaften angewiesen gewesen. Deshalb wurde das Mercedes-Projekt mit offenen Armen angenommen. Zudem passte die relativ geringe Stückzahl ideal zu den Fertigungsabläufen bei Porsche. Somit war der 500e dort sehr gut aufgehoben. Porsche war aber nicht nur für den Feinschliff verantwortlich, sondern auch für die Modifizierung der gesamten Karosserie des 500e, um Platz für den großen V8-Motor zu schaffen. Auch die Anpassung des Fahrwerks wurde bei Porsche in Stuttgart-Zuffenhausen durchgeführt. Der sehr aufwendige Produktionsprozess machte den 500e zu einem Prestigeprojekt. Die Rohkarosserie wurde bei Mercedes-Benz Werk Sindelfingen gebaut und lackiert. Anschließend erfolgte die Endmontage bei Porsche. Und was machte den Mercedes W124 500e so besonders? Fangen wir mit dem Herzstück an, dem Motor. Der 500e wurde von einem 5 Liter V8 Motor M119 angetrieben, der satte 326 PS bei 5700 Umdrehungen pro Minute leistete. Das maximale Drehmoment von 480 Newtonmeter stand bereits bei 3900 Umdrehungen pro Minute zur Verfügung, was den Wagen besonders im mittleren Drehzahlbereich äußerst kraftvoll machte. Für die Kraftübersetzung sorgte ein Viergang-Automatikgetriebe. Der 500e bekam eine moderne Einspritzanlage Bosch LH Jetronic mit elektronischer Steuerung und Luftmassenmessung. Die bisher verwendete mechanisch-elektronische KE-Einspritzung wurde somit abgelöst. Damit beschleunigte der 500e von 0 auf 100 km pro Stunde in 6,1 Sekunden. Das war damals eine beeindruckende Zahl für eine Limousine dieser Größe. Die Höchstgeschwindigkeit wurde bei 250 km pro Stunde elektronisch begrenzt. Ab Oktober 1992 wurde die Motorleistung auf 320 PS leicht reduziert, um den Kraftstoffverbrauch und den Schadstoffausstoß zu reduzieren. Im Vergleich zu dem 500 SL hat der 500e eine kürzere Achsübersetzung von 1 zu 2,82, was der Beschleunigung zugutekommt. Das serienmäßige Antriebsschlupfregelung ASR war angesichts der gewaltigen Kraft eine technische Notwendigkeit. Das Fahrwerk des 500e war ebenfalls ein Highlight. Die von Porsche entwickelte Abstimmung sorgte für eine perfekte Balance zwischen Komfort und sportlicher Dynamik. Der Wagen war 23 mm tiefer als seine W124 Brüder und die Spur war breiter, um die erhöhte Leistung sicher auf die Straße zu bringen. Zudem hatte der 500e größere Bremsen, um die immense Power auch wieder sicher zu stoppen. Die Kombination aus Mercedes-Komfort und der Porsche DNA machte den 500e zu einem einzigartigen Fahrerlebnis. Selbst bei hohen Geschwindigkeiten blieb das Auto ruhig und souverän, während es dennoch jederzeit bereit war, seine sportliche Seite zu zeigen. In den 90er Jahren musste sich der 500e gegen starke Konkurrenz behaupten. Wir werden uns die wichtigsten Konkurrenten jetzt anschauen. BMW M5 E34. Der M5 war ein harter Konkurrent. Er bot mit seinem 3,6 Liter rein Sechszylinder 315 PS. Die Fahrwerksabstimmung des M5 war eindeutig sportlicher ausgelegt, was ihm in den Kurven einen kleinen Vorteil verschaffte. Doch der 500e punktete durch seine überlegene Power und den V8 Sound, der deutlich voluminöser klang. Audi V8 Quattro. Audi setzte auf den Allradantrieb
was ihm bei schlechten Wetterbedingungen klare Vorteile verschaffte. Mit seinem 4,2 Liter V8 leistete der Audi 280 PS, also etwas weniger als der 500e. Doch gerade auf der Autobahn bei hohen Geschwindigkeiten spielte der 500e seine Überlegenheit aus. Jaguar XJR. Jaguar brachte mit dem XJR eine charmante Alternative. Die Briten setzten auf Stil und Eleganz, gepaart mit einem starken Motor. Der XJR bot eine ähnliche Leistung, doch die Verarbeitungsqualität und der technische Vorsprung des 500e machte ihn zu einem verlässlicheren und leistungsstärkeren Fahrzeug. Der 500e kombinierte das Beste aus zwei Welten: die Eleganz und den Komfort einer Mercedes-Limousine mit der Power und dem Handling eines Sportwagens. Als der Mercedes 500e 1990 auf den Markt kam, war er mit seinem Preis von 134.520 Mark eines der teuersten Fahrzeuge seiner Klasse. Das war mehr als doppelt so viel wie ein nicht unbedingt unspektakulär zu nehmender 300e. Dieser Preis spiegelte nicht nur die hochwertige Technik wider, sondern auch den aufwendigen Produktionsprozess, bei dem jedes Fahrzeug durch die Hände von Porsche und Mercedes ging. Im Laufe der Jahre wurde der 500e zum E500 umbenannt und wurde immer exklusiver. Und zum Produktionsende im Jahr 1995 stieg der Preis weiter auf 145.590 Mark. Bis 1995 wurden insgesamt 10.479 Exemplare gebaut. Gezählt zusammen mit dem E60 AMG, der mit dem 500e in der Produktionsstatistik geführt wird. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt erzielen gut erhaltene Exemplare Preise von 40.000 bis 100.000 Euro, je nach Zustand und Kilometerstand. Originale Modelle, die ihre Serienausstattung und die Originallackierung besitzen, sind bei den Liebhabern besonders gefragt. Ein gut erhaltener 500e ist nicht nur eine Freude für jeden Sammler, sondern auch eine interessante Wertanlage. Der 500e war nicht nur bei den Enthusiasten beliebt, er zog auch eine sehr spezifische Zielgruppe an. Viele wohlhabende Geschäftsleute und Unternehmer entschieden sich für den E500, weil er eine diskrete und unauffällige Limousine war, die im Alltag nicht so sehr auffiel, aber auf der Autobahn und im Sprint echte Sportwagenqualitäten zeigte. Ein besonderer Reiz des 500e lag darin, dass er äußerlich nur leicht modifiziert war. Er hatte breitere Kotflügel, dezente Karosserieveränderungen, aber kein aggressives Styling. Das machte ihn zum Sleeper, einem unscheinbaren Auto mit unglaublicher Leistung unter der Motorhaube. Prominente wie Michael Schumacher und einige bekannte Motorsportler wurden ebenfalls mit dem 500e in Verbindung gebracht. Es war diese Mischung aus Understatement und Performance, die den 500e so attraktiv machte. Wer einen fuhr, genoss den Luxus einer Mercedes-Limousine und gleichzeitig die Leistung eines Sportwagens, ohne dabei zu protzen. Der Mercedes W124 500e ist bis heute eines der beeindruckendsten Fahrzeuge seiner Ära. Sammler auf der ganzen Welt suchen nach gut erhaltenen Exemplaren und die Preise steigen stetig. Wer einmal das Vergnügen hatte, einen 500e zu fahren, wird bestätigen, dass dieses Auto trotz seinen mittlerweile 30 Jahren nichts von seiner Faszination verloren hat. Er ist eben ein echter Klassiker. Man findet keine vergleichbare Limousine, die so zurückhaltend und gleichzeitig so explosiv sein kann. Vielen Dank, dass du so lange dran geblieben bist. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Wenn ja, dann werde ich mich freuen, wenn ich von denen den Daumen hoch bekomme. Ansonsten abonniere diesen Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.